Herzlich willkommen zum zweiten Interview, zum zweiten Teil des Interviews, das ich mit Karen Kronholm geführt habe. Hier oben gibt es den ersten Teil. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Wenn ihr Torwarttrainer seid und habt Interesse daran, euch adäquat weiterzubilden, unten in den Shownotes habe ich euch die Links zu meinen Online-Trainings noch hinterlegt. Also wenn ihr Lust habt, schaut vorbei. Wenn euch das Video gefällt, lasst einen Daumen da und lasst ein Like da. Mehr bleibt mir gar nicht übrig zu sagen. Ich wünsche euch viel Spaß damit und sag bis bald. Aber du würdest auch schon sagen, dass du selbst vor 2012 oder eben zu dem Zeitpunkt, als du zu Elversberg gewechselt bist, auch nicht, also auch schon Fehler gemacht hast in gewisser Hinsicht. Keine Geduld gehabt, das ist einer der größten Fehler. Ich wollte, wenn ich nicht gespielt habe, also es ist wirklich, das war schon krass. Zum Beispiel dachte ich, bei Düsseldorf zum Beispiel hatten wir ein Auswärtsspiel gegen Hertha BSC Berlin. Und ich bin davon ausgegangen, durch gute Trainingsleistungen und so weiter, der Stammkeeper damals hat ein paar Patzer drin gehabt, dass ich gegen Hertha BSC, weil ich im Pokal eine Woche vorher gespielt habe, und dann dachte ich, ich spiele auch definitiv in der Liga mein erstes Spiel. So, dann wurde der andere wieder ins Tor gestellt und dann habe ich eine Halbzeit lang geheult auf der Bank. Das ist kein Spaß. Weil ich wollte unbedingt im Tor stehen, ich wollte allen zeigen, dass ich ein super geiler Torwart bin, und hatte halt diese Geduld nicht, ne? Und das musste ich in meinen, ich war da 20 Jahre, 21 oder sowas. Das musste ich auch erst lernen, dass man abgezockt sein muss für das Geschäft. Okay, und dann Elversberg, ja, wie gesagt, also da ist ja dann vorgezeichnet, was auf keinen Fall, aber es ist krass, du steigst auf in die dritte Liga, ja, glaube ich auch bester Torhüter der dritten Liga dann gewesen in Elversberg, ich weiß nicht, in Elversberg oder in Kiel, irgendwo gab es da so ein, auch Kickernoten waren immer mega, ja, und auch das ist natürlich krass, weil, wie gesagt, Landesliga Mitte 2011 und auf einmal bester Torhüter der dritte Liga, steigst auf in die zweite Liga. Steigst sogar fast auf in die erste Liga. Das ist doch, also das ist doch, also was, das ist doch crazy. Ich durfte fast jede Liga spielen. Das war auch eine Erfahrung. Also Oberliga, Landesliga Mitte, weiß nicht, ob man die mit einer Oberliga vergleichen kann in Baden-Württemberg. Regionalliga, dritte Liga, zweite Liga. Und habe hier jetzt sogar die Möglichkeit, erste Liga zu spielen, auch wenn es jetzt nicht Deutschland ist. Aber trotzdem kann ich sagen, ich habe schon ein paar Ligen gesehen dann. Elversberg schon so Fanliebling gewesen. Ne? Also da gab es ja auch zu dem Zeitpunkt, als du dann gegangen bist, gab es ganz, ganz viele Fans, in Anführungszeichen, die dir niemals was Böses nachgesagt hätten, obwohl du, glaube ich, im Abstiegsjahr dann gegangen bist, was natürlich mega mies ist. Also klar, wo ich auch wahrscheinlich weiß, dass es für dich auch richtig mies war, einen Absteiger zu verlassen. Ne? Und bist dann nach Kiel gegangen. Und die Fans in Kiel fanden dich eigentlich auch ganz cool. Woran liegt es, dass du so gut kannst mit denen? Gute Frage. Also ich muss dazu sagen, bevor das mit Kiel kam, war ich auch auf jeden Fall bereit, in Elversberg zu bleiben und war auch kurz davor, den Vertrag auch für die Regionalliga zu unterschreiben. Und das war, glaube ich, ein Tag vor Unterschrift in Elversberg kam dann Holstein Kiel und hat gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und von dem Tag an war ich natürlich Holstein verfallen, weil die haben mich eingeladen, ich bin da hochgeflogen, die haben mir alles gezeigt. Das ist wirklich, also ich weiß, warst du schon mal in Kiel, wie es da aussieht, auf den Trainingsplätzen und in Kabinen und alles? Das ist, für mich ist das top, top, top Niveau. Und du weißt, wo ich herkam zu dem Zeitpunkt und jetzt kommt ein Verein, der dir mit einem Trainingsplatz irgendwie, wie soll ich sagen, das Ganze schmackhaft machen will, der wirklich, also sowas habe ich noch nie erlebt im Profifußball, dass man einen Trainingsplatz hat, der wirklich wie ein Teppich ist. Und dann kommst du da hin und denkst, jo, ey. Dachte ich auch schon wieder, es ist egal, was die erstmal bezahlen, möchte für diesen Verein Fußball spielen, ne? Und ja, das habe ich auch so kommuniziert damals. Und
hatte auch Glück, dass ich eine richtig gute erste Saison gespielt habe und konnte den Fans dann auch natürlich, das war dann einfach mit den Fans dann umzugehen, weil die Kieler Fans sind wirklich, du musst einfach nur Leistung bringen und dann bist du da ins Herz geschlossen. Und Wenn es so so war das einfach dann wäre, auch. es ist nicht immer so einfach, so, Wenn wenn es es so so einfach einfach wäre, wäre. ja. Ja. Wenn es so einfach wäre, ja. Aber das hat von Anfang an, vom ersten Tag, das habe ich auch bestimmt schon 10 Mal in irgendwelchen Interviews gesagt, Kiel und mir, das hat direkt gepasst. Jetzt probiere ich mal so den Schwenk so ein bisschen zu finden, ins Torwart-spezifischere so. Wenn du aufgestiegen wärst in die erste Liga, tatsächlich, dann wärst du ja quasi in einem Verein gewesen, der Top 18 in Deutschland gewesen wäre. Bist du so ehrlich zu dir selbst, dass du sagst, okay, ich hätte Bundesliga gespielt, aber ich bin nicht einer der 18 besten Torhüter in Deutschland. In der zweiten oder dritten Liga gibt es Torhüter, die technisch-taktisch auf einem sehr viel höheren Niveau sind als ich. Ja? Oder sagst du, hey, nee, da war ich auch zu dem Zeitpunkt, war ich so fit, da hätte ich und da war ich so gut drauf, da wäre ich auf jeden Fall Top 18 gewesen in Deutschland. Also, Fakt ist, zugetraut auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ein Torwart muss auch immer an sich glauben. Und es ist im Endeffekt kein Hexenwerk. Ne? Also, es hört sich jetzt auch wieder einfach an, ne? Aber wenn du einen Trainer hast, der, wir hatten damals Markus Anfang als Trainer und das war ganz einfaches Konzept. Ne? Also, ich hatte diverse Anspielmöglichkeiten. Vier, fünf Anspielmöglichkeiten zum Beispiel, die musste ich immer anspielen. Also wenn wir jetzt ein bisschen ins Detail gehen, mit eigenem Ballbesitz, wenn du das drin gehabt hast, dann hast du es drin gehabt. So. Und dann, du musstest ja gar nichts anderes machen, außer noch die Bälle dann halten, die auf dich zukommen. Aber mit Ball am Fuß sagt man natürlich in der Bundesliga, das ist schon sehr sauber alles, was die 18 da treiben, ne? Oder 19, 20, wenn es noch ein bisschen rotiert wird. Aber ja, du guckst ja alles, ne? Du guckst die Gegner an, du guckst Bundesliga, du guckst zweite, dritte Liga und warum soll ich mir das nur nicht zutrauen, irgendwie zu sagen, ey, auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt noch nicht der unter den 18 Besten bin, dann kann ich es aber vielleicht in ein, 2 Jahren werden, so. Und das war immer meine Einstellung, ja. Schon crazy, wenn man jetzt auf deine Torhüter-Ausbildung schaut. Ich weiß nicht, ob es ein Problem ist, aber man sagt ja oftmals, viele Köche verderben den Brei. Wie schwierig war das für dich, von Verein zu Verein immer wieder einen neuen Torwarttrainer zu haben und sich immer wieder an einer neuen Philosophie zu orientieren? Weil oftmals ist es ja so, dass sie taktisch, ich weiß nicht, ob es damals auch schon so war, aber einfach taktisch komplett andere Konzepte haben, die dann eben auch auf die Mannschaft eingestellt sind, wie hoch die Mannschaft steht, wie tief und so weiter. Wie schwer war das für dich? Fand ich eigentlich gar nicht, weil alle mit Wasser gekocht haben, ne? Egal, ob das in der Bundesliga war oder beim VfR in der Oberliga, ne? Alles im Endeffekt dieselben Übungen, ne? Und ja, es kommt immer darauf an, wie schnell machst du das, wie sauber machst du das, ob das jetzt mit dem Ball am Fuß ist, ob das über Hürden springen, ob das Koordination ist. Ja, Bälle fangen. Es kommt immer auf die Qualität an, ne? Es kann jeder Torhüter, jeder Oberliga-Torwart kann dasselbe wie ein Bundesliga, was das Training angeht. Nur gibt es dann halt diese Nuancen, was im Torwartbereich dann halt wirklich ausschlaggebend ist, welches Niveau man spielt, können dann halt die Bundesligaspieler oder zweite Liga natürlich ein bisschen besser als jetzt ein klassischer Oberliga-Torwart. Also technisch ist es auf jeden Fall schon sehr, sehr gleich, sagst du. Also du kannst jetzt oftmals kannst jetzt bei so klassischen Übungen hier über Hürden und noch unter einem Seil durch und wie gewandt ein Torhüter an sich ist, nicht rauserkennen, ob das jetzt ein Bundesliga-Torhüter ist oder ein Regionalliga-Torhüter oder irgendwas. Ja, Erfahrung, die Situation, das ist für mich das Wichtigste. Wie lese ich ein Fußballspiel? Wie schätze ich Situationen ein? Komme ich da jetzt raus? Komme ich bei der Flanke raus? Will ich den Ball abfangen? Wann wird der Ball gespielt? Das ist für mich das Wichtigste überhaupt, zu wissen, wann spielt der Sechser der gegnerischen Mannschaft den Flugball in den freien Raum? Wie bewegt sich der Stürmer? Kann ich vielleicht vorher am Ball sein und den Ball abfangen? Also, es ist das Thema Entscheidung. Also, einfach zu sagen, ich muss entscheiden, verteidige ich den Raum oder das Ziel oder Ziel irgendwie so. so, Ja, ja. Genau. Das ist die Qualität für mich, also das Wichtigste. Springen und hüpfen und fangen kann jeder Torwart. Okay. Das heißt also auch, du sagst auch, das Thema Erfahrung ist brutal wichtig.
weil du ja erst über die Jahre hin diese Fähigkeit bekommst. Und ich glaube, heutzutage ist es ja so, dass die Torhüter schon in den Akademien schon auf sehr, sehr hohem Niveau mitspielen, ne? Im Gegensatz zu dir, weil du hast mit 15 noch, also mit 15 angefangen, Fußball zu spielen. Und warst dann auch erstmal bei Oftersheim und bist dann erstmal zum Waldhof gegangen. Also das ist ja krass, du hattest 2 Jahre Erfahrung in Anführungszeichen. Und auch heutzutage die Torhüter, die rauskommen, die haben 10 Jahre Erfahrung, schon auf dem hohen Niveau, auf dem sie halt die ganze Zeit gespielt haben. Und jetzt musst du mir erklären, wieso du trotzdem teilweise notenbester Torhüter der zweiten Liga warst und andere, die eine brutal gute Ausbildung hatten, waren es nicht, haben sich hinter dir anstellen müssen. Es ist ein Mix aus allem, ne? Wenn ich jetzt Einstellung oder wie höre ich dem zu, der mir jetzt gerade als Zaubertrainer in Wolfsburg dann, wie gesagt, ein Jahr vorher war ich beim Waldhof oder in Oftersheim sogar noch und habe gar keinen Fußball gespielt. Und 2 Jahre später spiele ich gegen René Adler in der deutschen Meisterschaft im Halbfinale gegen Bayer Leverkusen, ne? Und das ist, wie schnell nimmst du Sachen wahr? Wie schnell vertraust du deinem Torwarttrainer, dass das, was er sagt, muss stimmen? Und wie schnell setzt du das um? Ne? Und du musst halt als junger Kerl musst du den Rhythmus einfach reinkriegen. Ne? Und wenn du da immer deine Spiele machst und du brauchst natürlich auch Leute, die auf dich bauen und dir ein gutes Gefühl geben. Und dann läuft sowas natürlich immer ein bisschen einfacher. Aber wie gesagt, es ist auch Glück, es ist alles nur situationsbedingt. Wie entscheide ich mich in der Situation? Mache ich das Richtige und mache ich das Falsche? Wie oft mache ich richtig, wie oft mache ich falsch? Und wenn ich jetzt zu, weiß ich nicht, 95% die Situation immer richtig mache, habe ich auch die Chance, ist die Chance höher, Ja, ist eine klar. bessere Note Ja, zu klar. bekommen. Ja, das sind so diese Themen, die mich halt so umtrieben haben. Wie gesagt, in allererster Linie ist es natürlich die Karriere gewesen, die von hoch und runter geprägt war einfach. Wenn du jetzt drüber sprechen müsstest, was torwartspezifisch deine größte Stärke ist, also wenn du das ganz kurz mit 2, 3 Worten einfach sagen müsstest, nicht groß umschreiben, einfach so. Was für einen Bereich hast du am liebsten? Was für eine Situation provozierst du im Spiel am liebsten raus, um Gegner zu stellen? Sagst du, ja, was ist das? Ich spiel gern Fußball. Ganz ehrlich. Wenn du durchs Fußballspiel funktioniert, ist halt Welcher nett, Bock zum ne? Kicken? Ich will angespielt werden als Torwart. Ich mache manchmal ganz, ganz kuriose Laufwege, nur damit ich angespielt werde. Ich will meine Mitspieler gut in Szene setzen und ich versuche das, was ich am Fuß mache, immer 100% zu machen, ne? Und keine, weiß ich nicht, Lothar Matthäus-Bälle zu spielen, weil das ein geiler Ball war. Und wenn da einer von 5 Mal ankommt, bin ich zufrieden. Sondern das muss alles Hand und Fuß haben mit unserem Spiel, was der Trainer natürlich auch für ein Spielsystem spielen will. Das hat mir die letzten 4, 5 Jahre wirklich super ins Bild gepasst, dass wir Trainer hatten, die immer hinten rauskicken wollten. Und in meiner Freizeit, ganz ehrlich, du kennst mich jetzt auch schon ein bisschen länger. Immer wenn ich Zeit hatte, bin ich zur SG Oftersheim auf dem Kunstrasenplatz, wenn ich zu Hause war, und habe mit Privatmannschaften von der SAP oder sonst wo mitgekickt. Und dieses Mitkicken hat mir natürlich ein ganz anderes, das hat mir einfach geholfen, ne? Anspielen, immer Fuß einfach immer nur kicken wollen, wie so ein Ja, aber jetzt Straßenfußballer. zieh mal die Füße weg. Jetzt nimm mal die Füße weg. Wenn du jetzt die Möglichkeit hast, einen Ball abzulaufen, weil du taktisch der Klügste bist, oder einfach so eine krasse Glanzparade, wo mehr Glück als Verstand dabei ist, sage ich jetzt einfach mal. Was ist. Nee, lieber einen Ball ablaufen. Lieber einen Ball ablaufen, weil dadurch nimmst du schon viele Situationen weg, die dann zu einer gefährlichen Torschuss kommen können. Ne? Und darauf habe ich mich dann eher spezialisiert, will ich nicht sagen, aber das ist mir lieber, weiß ich nicht, von 10 Situationen dann vielleicht nochmal 8 irgendwie abzulaufen.